doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hi, meine Damen und Herren. Ich bin Niklas Wilson-Sommer und das ist eine Reaction auf meinen YouTube-Kanal. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren, lasst ein Like da und kommentiert. Und vergisst nicht, trinkt B12, Baby. So, Freunde, nirgendwo passt es so gut wie hier am Münchner Flughafen. Ich euch auch aus München mit einem kräftigen Moin, Moin. Und mit einer Message an jeden Einzelnen von euch. Wenn ihr irgendetwas aufmacht, dann macht ihr den Scheiß auch wieder zu, haben wir uns verstanden? Liede. Also, wie gesagt, heute, beziehungsweise in der Reise, steht der Spaß nicht im Vordergrund. Ist einer hier im Chat gewesen, der in Mallorca war? Gibt's einen Mallorca-Hero? Gibt's einen Mallorca-Hero? Sondern eher die Aufgabe und die Reise an sich war auch todesspontan. Und ich beteilige mich auch sehr, sehr ungern. Ja, ich gestern Retalk. Oder wir haben für ein Ticket, nämlich für Hin- und Rückflug von München nach Palma 600 Euro gezahlt. Das ist ein Brett. Aber ich hoffe, das unterlegt nochmal, wie ernst ich das Ganze meine. Und dass ich da hingehe wegen einer Aufgabe. Ich schwöre, was ich mit diesen Schuhen schon alles gemacht habe. Ich habe mit denen eine Fußball-Challenge gedreht. Ich war mit denen viermal auf Malle. Ich war mit denen auf Rolling Loud in Thailand. Ja, ich habe diese so auseinandergenommen. Das ist so geisteskrank. Kann mir mal jemand erklären, woher die Flughäfen diese Preise herholen? Perfekte Malle-Vorbereitung. Digga, was? Wie confused? Einfach mit Händen hier in der Hand, Digga. Schau, das ist so normal. So. Digga, wenn ihr wüsstet, was der Typ für einen Schaden hat, schon. Also ich sag, Gott, Adam ist der Schlimmste. Mit Willi, Sidney, mir, Metin, das war's. Und dir halt. Er ist mindestens Top 3. Soll ich mal jetzt das Gottlos-Ranking aufzählen? Mach mal. Okay, Top 5 gottlosesten Menschen. Nummer 5 gehe ich. Ich bin schwer, schwer. Das Ding ist, ich würde sogar sagen, Omid, Digga, aber das will ich ihm nicht gönnen. Doch, daran merkt man. Digga, wir haben immer ein Gottlos-Ranking und ich würde auf diesem Gottlos-Ranking, er und Sidney teilen sich den Platz 1 wie kein anderer. Ich mein, das Niveau, Digga. Ich sag Omid 5, ich sag, ich bin auf der 4. Niemals. Danach kommt Willi, Mädchen, Sidney. Sidney auf der 1. Sidney ist crazy. Sidney ist Number 1. Ich bin Nummer 5. Ich bin am wenigsten gottlos wie die anderen. Und da wird jetzt wieder Lava mit bla bla bla. Das ist gar nicht so schlimm, Digga. Also wir sind immer hier so. Wir haben wirklich stabiles Level an Gottlosigkeit. Dann ist Sidney nochmal. Ja. Da liegt immer eine Schippe drauf. Sidney. So, nicht nur Big fucking A ist auf Mallorca angekommen, sondern auch Omid Svelo. Und hier mal ein kleiner Aufruf an jeden Einzelnen da draußen. Falls irgendjemand Kontakte zu einer Person hat, wo man im Flughafen eine Bäckerei oder irgendeinen Laden aufmachen kann, wo man Essen verkauft, dann bitte melden, weil ich hätte ganz spontan Bock, Millionär zu werden. Und jetzt auch eine kleine Ansage an jeden Einzelnen, der sagt, dass die gelbe Wand in Dortmund die gefährlichste ist. Der kennt noch nicht diese Wand hier. Julian, Birds, Luna, Honk und Malekale! Malekale! Chat, gibt's noch Leute, wo die sich dran erinnern können, wo wir gesagt haben, wir bringen Kalle an die Wand? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ist schon krank. Completed! Malekale! Guckt euch die drei an, Digga. Einfach 450 Kilo auf. Aber immer wieder aufs Neue erstaunt, wie lange dieser Flughafen ist, Digga. Wir sind gerade wieder 15 Minuten gelaufen, nur zum Exit zu kommen. Norman, Norman Virus. Norman Virus? Okay. Where is he? No? Team, no excuses, Digga. No excuses. Was hast du gemacht, Bruder? Ja, Ellbogen war raus. Echt? Ja. Aber jetzt trotzdem Bier können, wa? Ich verstehe die Frage nicht. Fahrt ihr mit dem Taxi jetzt dahin? Wohin? Ja, zum Bierkönig. Was ist das? Digga, wir kommen hier gerade im Hotel an. Und die View an, Bruder. Auf Strand und auf Megapark, Digga. Wie nice ist das denn? Oh mein fucking Gott, was ein Zimmer, Digga. Was haben die angestellt, Bro? Was haben die für ein Zimmer? Ich darf nicht und Adam, achso. Die schläft Kalle.
Oh mein Gott, sogar ein Telefon haben wir hier. Und Spa. Kann sein, ich wurde abgezogen, kann sein, ich wurde nicht abgezogen. Wieso? Da hat mir unten Dings, der hat so Junior Suite Upgrade gegeben. Der hat gesagt, 20 Euro pro Nacht. Okay, ist das Junior Suite? Yes, Bro. Hä, wie Lash für eine Junior Suite. Also, eine Junior Suite. Digga. Okay, dafür ist schon Lash, Digga, muss man sagen. Ach, vielen Dank, nicht. Oh mein Gott, direkt aus dem Wohnzimmer. Das ist schon geil, Digga. Das ist geil. Alter, direkt drauf. Direkt drauf. Aber wie alt sieht dieses Gebäude eigentlich aus? Oder, Alter, man muss schon sagen, das Gebäude ist kurz vor Umfallen, Digga. Guck mal, wie hier die ganzen Steine so abgehen. Digga, zum Glück ist Kalle nie auf dem Dach, Digga. Kalle, Bro, ne? Ich hoffe, das hört man, Digga. Ich schwöre, man denkt Stadion. Ich glaube, es ist krass windig gerade, aber ich schwöre, man denkt Stadion. Es wird so geil. Komm, wir werden zu f***en, Digga! Weißt du, was ich meine, Alter? Mann! Es wird so gottlos voll. Oder Closing wird ein Brett, Digga. Also der Vlog hier, geisteskrank. Freunde, bevor es jetzt wirklich losgeht, möchte ich einfach nur mal ganz kurz den Elefanten im Raum ansprechen. Also die Abwesenheit der zwei betroffenen Personen, Sidney und Willi, tut natürlich weh, ne? Minot. Ich hätte ihn natürlich auch gerne an meiner Seite. Den Druck, den ich dadurch verspüre, ist natürlich immens. Ich werde mein Bestes geben, um die Kapitänsbinde zu festigen, zu bestätigen und die Jungs stolz zu machen und euch einfach einen geilen Vlog abzuliefern. Okay, das ist das Wichtigste. Und damit ihr checkt, wie ernst ich das meine, Adam schwenkt mal einfach mal ganz kurz ein bisschen nach unten. Kleine Schwanz! Er meint den kleinen Schwanz, Chat! Er meint den kleinen Schwanz! Das allererste Mal, wo MMMKP! Das allererste Mal, wo ich mit Omid auf Mallorca war, das war jetzt vor 4-5 Jahren, ja? Vor 4-5 Jahren hatte der genau diese Hose an, Chat. Und wisst ihr, wie lange? 3 Tage ohne Duschen. 3 Tage ohne Duschen. Einfach in diesem Ding durchgesweatet. Die Technodose ist wieder da! Die Technodose ist wieder da, Freunde. So ernst meine ich es. Und ich werde für jeden Einzelnen, der diesen Vlog gerade schaut, und gerade speziell für Sidney und Willi, mein Bestes geben. Und hiermit viel Spaß, lasst ein Abo da und lasst ein Like da, denn das wird gottlos jetzt. So, OTDD vom Big Fucking A. Big Raw. Was sagst du zu deinem Outfit? Ja, Digga, es ist nicht das Zirkel, was ich eigentlich anziehen will. Auf meiner Bayern-Trikot ist ein Kaugummi. Oder der Sommer-Trikot wird morgen ausgepackt. Digga, der Typ geht nicht mega weit, der Typ geht Shisha vor dem Shisha-Bau oder so. Boah, ich geh später noch mit Ermin. Bei mir ist aber auch nicht so krass, Digga, 60 Jahre nicht. Oh mein Gott! Digga, das ist mein Trikot! Das ist mein Trikot! Für Riede, mit Riede, aus der Herder, von Berlin, aus Berlin. Yes, Bro! Das Ding ist, es ist nicht mal so warm. Also hat er geklaut? Ja! Das ist mein Riedel-Fucking-Trikot! Gerade 20, 22 Grad, auf jeden Fall wärmer als in Deutschland, aber gerade so, wirklich gerade so, dass man im Trikot und kurzer Hose rumlaufen kann. Vielleicht auch ein bisschen falscher Ehrgeiz, aber gehört dazu, hier auf Malle. Hier mit Pulli oder so, um Zipper rumzulaufen, sehe ich mich nicht. Bitte, lass das wenigstens eine 4 von 10 sein. Lass das diese drei Margaritas. Original, so sieht eine Tiefkühlpizza aus, ob ihr wollt oder nicht. Die du für 2 Euro kaufen kannst, lass einfach so eine sein. Das Essen hier auf Malle ist fatal. Also von 1 bis 10 locker eine 2, ohne Witz. Ich habe noch nie was Gutes gegessen, außer vielleicht einmal eine Pizza. Ja, aber dein Urteil ist nicht gut, Digga. Nein, gut. Ich schwöre nein. Bro, du hast einmal einen Burger beworben, du hast gesagt, der ist krass. Ich habe den im Hotel gemacht, als wir hier waren, in diesem Rio-Ding. Weil ich hab fast gekotzt, ich schwöre. Das ist eine 4 von 10, Digga, geil. Nach einem intensiven Geschäftsessen
Ey, wisst ihr nicht, was auf euch zukommt, Digga? Stay tuned, Digga. Stay tuned. So, wir brauchen hier Brillen. Das ein oder andere Piece. Maybe, maybe, maybe. Ja. Nur der HSV. Ich will mir. Coach, Coach, Trigo. FC Bayern. Hier was. Auch geil, wenn du in solchen Dingern rumlaufst, Digga. Das ist halt wieder übertrieben, Digga. Sag das ja geil, wenn ich in den Dingern rumlaufe. Eigentlich muss ich, Digga. Hä? Ja, ich sag, du hast als Gedenken? Spiel. Schau mal, wie groß mein Kopf ist. Schau mal. Ich stell das auf größte Größe. Wir klauen nichts. Ich stell auf größte Größe. Ich stell einfach original hinter mir. So ein fetter Kopf, Digga. Herzlich willkommen zur Markus Rühl Liegestütz Challenge. How does it fit? From 1 to 10? Yeah, it's very good for you. Yeah. Do you have to work? Yeah. Okay, I'll take it. Beautiful. Gechuich. Gechuich, ja? Und? Aber ich sehe halt auch aus wie ein Bastard damit, ne? Ja, wo du meinen Kopf zu groß hast. Gechuich. Geh mal her, lass mal anziehen. Erster Fit. Wir nähern uns dem. Nee. I don't like it. Fühle ich nicht. Die Cap fühle ich nicht. Brille fühle ich auch nicht. Hart dann doch an, der Perspektive gehen wir ran. Aber Gechuich ist es, Bro. Gechuich, sagst du? Ja, Gechuich ist safe. Du musst ja richtig auf reich machen, Digga. Das waren 300 Euro abgehoben, Bro. So, zweiter Fit. Wir nähern uns dem Wunschresultat immer noch etwas an. Mir fehlt eine Brille. Ich glaube, die Weste ist es. Yes. Okay. Yes. Und Gechuich ist es auch. Moment, Suedo Sado, fit. Yes! Yes, das ist crazy, das kommt gut. Passen die gelbe Brille, dann so eine schöne, coole Weste. Und ein Frittenfriede-Trikot dahinter. Fucking go, man. Oh mein Gott, Digga, was hast du angestellt, Bro? Was hast du gemacht? Und ihr merkt schon, wie wenig das ist, deswegen versuche ich das schnell zu machen, aber Big A, ich habe eine Überraschung, Digga. Wir haben schon approved, Digga. Sag ich dir ehrlich? Deswegen, oh mein Gott! Ich okay? Wenn wir die Beine anziehen und so in den Tag einschlagen. Nein! Darf nicht! Zieh sie noch nicht an, Bro. Noch nicht? Du willst nicht? Zieh sie mir noch nicht an, Digga. Ich schon, Digga. Ich sag peinlich, wenn du die jetzt anziehst. Nein, ernsthaft. Ich schwöre peinlich. Ich schwöre, ich bin. Du kannst nicht hierher kommen. Ich bin. Diese KBA. Ey! Du kannst. Das ist das Schlimmste, was wir gemacht haben, dass wir diese Vereinbarung hatten mit dieser Kapitänsbinde. Das war das Schlimmste, also weil das uns in Fähren hochgeschossen hat und gepusht hat, was nicht gut war. Checkt ihr, was ich meine? Hierher kommen, Bruder, und dann das hier machen, Digga. Also ich zieh die sogar mit Selbstbewusstsein an. Wo ist das? Unverdient. Schieber! So, nun für euch das Ganze hier festzuhalten. Es ist mittlerweile hier so voll, wir haben so viele Leute, dass einfach Einlassstopp ist. Egal ob oben oder. Guck mal, wie ich aussehe, Bruder. Ja. Guck mal, wie ich aussehe, Bruder. Wir haben erst 19.30 Uhr und die Leute stehen schon vor unten an, obwohl da erst um 22 Uhr der erste Eck ist. Lommet! Ich hab mir die Binde nicht verdient. Digga, du bist. Warum nicht? Wer bist du, Digga? Lommet! Lommet! Ich kann's einfach schreien, was du willst. Wieder Elber verschießen. Next one! Next one! Ich schwör's cool. Und ich meine nicht meine, Digga. Ich schwör das Upgrade. Ohne Witz, das Upgrade. Willst du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin Vanessa. Und ich bin am Tanken. Vanessa ist eine 7. Vanessa ist eine fucking 7 auf Mallorca. Ich sag sogar eine Mallorca 8. Ungeschickt ist sie eine 3, sage ich. Digga, es geht nicht darum, auf Mallorca herrschen andere Regeln. Für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben. Es gibt eine Mallorca-Rechnung, die ist offiziell, die wurde hier in diesem Stream mit euch erstellt. X plus 2 ist gleich Mallorca. Mit den Jungs. Vanessa ist, by the way, ist Teil der Crew. Wie heißt unsere Crew nochmal? Malle Crew. Hey! Wie denn? Die
die Zumach-Crew. Ja, ja, MMKP. MMKP. Ja, ja, ja. Hab ich's vergessen. Ja. Wir warten noch gerade auf Big C, aka Big Kalle. Dann gehen wir unten rein, Digga. Big C! Moment, ey, Malle. Hey, wer ist unsere Crew? Wer ist unsere Crew? MMKP. Yes! Sag mal MMKP. MMKP. Ey, Big C bringt uns rein jetzt, Digga. Digga, Kalle ist einfach dieser andere. Andere Star. Aber unten bitte, okay? Ey, lass deine von Energy! Als ob meine Kalle rausgeschmissen worden im Megapark. Nein, die kommen jetzt da rein. Als ob? Bruder, sag einfach, wer du bist, Digga, hä? Okay, reicht, keine Großvideos. Wie sieht aktuell die Stadt aus? Wir müssen hier ein bisschen da anrufen. Einfach Drake, Digga, ich schwör, krank. Schau mal sein Laden hier, Digga. Das ist einfach ihm, Bruder. Das ist einfach Kalle, ja. Ich hab einfach Kalle als Profilbild, Digga. Kalle vor dir, Fame. Okay, Big C, was hast du geklärt? Ich hab geklärt, dass er umsonst reinkommt, wir alle müssen zahlen. Ey, danke, dass du geklärt hast, Bro. Ich schwör, ernst, oder? Was soll ich denn? Wir hätten uns auch gedacht, einfach anstellen können, ich Digga. Einfach, wäre kein Unterschied gewesen. Das schreit sogar wegen mir. Ernst. Kalle! Kenneth! Ey, Kalle ist da! Ey, Adam! Lass Kalle als erst rein! Warte! Oh mein Gott! The situation! What the fuck? So kommt der Kalle in den VIP-Bereich! Yes! In eine volle Menge, Mann! Digga, der VIP war viel zu voll, Bro! Der VIP war viel zu voll, der hat keinen Bock auf den VIP gemacht. Sag nochmal! Komm aufs Datum! 28. Oktober 2020. Niki Lauda! Big fucking GG! Cash kommt, Cash bleibt, Cash geht! Also ganz kurzer Zwischenstand von Omezuelo. Es ist 21 Uhr. Also normalerweise habe ich gar kein... Ich glaube, ihr könnt mich gar nicht ernst nehmen, wenn ich so rede. Aber eigentlich habe ich gar keine Probleme mit so, wenn es so voll ist und so eng ist. Also es juckt mich eigentlich gar nicht.
Aber gerade war schon echt. Vertrau mir, Bruder, geh da nicht hin, Bruder, ich vertrau dir, du hast recht. Ehrlich. Schön, dass du hier bist, mein Bruder. Du hast recht, ich vertrau dir. Schlimm, Digga. Versucht man natürlich so in gewisser Art und Weise ein bisschen runterzuspielen, aber ja, es ging jetzt so weit, dass Omezuelo ganz kurz rausgehen musste, um frische Luft zu schnappen. Jetzt ist es wieder besser auf jeden Fall. Aber ja, man merkt, alter Mann, Digga. So, second attempt, bro. Second attempt, so voll. Digga, das ist ja so voll. Bruder, ich lüge nicht. Hier hast du viele mehr verdient als ich. Bruder, hast du dir ein drittes Glas? Vanessa, zieh dir mal an. Was? Oh, was? Buh. Buh. Lomet. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich verstehe seinen Plan. Er denkt, wird vielleicht ein Stecher, oh Gott, oh Gott. Be afraid. Hä, wie schlecht! Nein, du! Du, nicht die! Alter Mann, alter Mann! Schlagsmann! Alter! Ich distanziere mich von der Aktion. Digga, mich würde gerne interessieren, ob da viele Club-Trikots waren. Das würde mich so gerne interessieren, ob die 37 an diesem Wochenende vertreten war. Wer hat heute das größte L? Und Altkapitän? Kalle! Ich hatte eins an. Kalle, größte L! Lüge nicht, wenn ich sage Kalle! Kalle, biggest Enttäuschung heute. Der Typ ist gekommen, hat uns reingebracht, ist einfach gedippt. Ja, ich schwöre. Ich habe Kalle original einfach 10 Minuten gesehen. Jetzt habe ich gerade mit dir geschrieben. Es ist 23.30 Uhr. Ich sag Halo gleich. Er sagt, nee, Bro, meine Laune ist gefickt. Ich bin nüchtern und gehe jetzt nach Hause. Lalle in die Kommentare. Lalle in die Kommentare. Ernst, wieder so viele mit dem Sommer. Yes! Die fucking Number! Locker, locker, locker der 20. der angekommen ist. Lieber Gott, Gott! Bum. Bin auf dem Weg, Weg! Boah, geil! Apache bleibt gleich!
Monster. Death Money. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, was sehe ich hier? Was ist für ein Mann-Outfit, Bro? Diese lockere. Diese lockere Geschäftsmeeting. Ayo, Longa, diese lockere. Ich weiß doch, was der meint. Sitzt locker, Bruder. Oh mein Gott, Workout! Lichter gehen an! Hulle! Hulle, Workout! Doppel Workout, die Frau! 100 Meter vom Megapark. Digga, also, der ganz anderes Level und das ist jetzt auch so krass. Was ist das für ein Mann? Was ist das jetzt für diese andere. Für diese andere Look. Oh mein Gott, Workout! Lichter gehen an! Walk out! Walk out! Doppel Walk out! 100 Meter. Doppel Walk out, Chad. Doppel Walk out! GG! Kann ja. Vom Megapark. Warte mal, Omelt hat geleckt. Workout! Lichter gehen an! Hulle! Hulle, Workout! Doppel Workout! Doppel Workout! 100 Meter vom Megapark. Sie sagen Dresscode. Junge, bei denen. Schau mal, wie der angezogen ist. Wir lassen umziehen, Digga. Scheiß drauf. Digga, man merkt aber auf jeden Fall, bei denen läuft einmal, Digga, auf einmal, die fangen an mit Ding. Irgendwie Türpolitik und so. Dieses Sydney Riede-Trikot will ich nur über meine Leiche ausziehen, Digga. Was ist das, ey? War das die Frage? Ja, sag. Ja, aber wir sind ja Sydney Fame, oder Eli? Wir auch. Open it up! Open it up! Oh mein Gott. Einfach Rohrt da. Rohrt hat selbst Moschpitz nach Mallorca gebracht. Das ist so crazy. Das ist krass. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Er sagt meinen Namen. Und hält mir einfach irgendwas an mein Ohr. Er hält einfach irgendwas zwischen mir. Ey, Bro, ich hasse dich, Digga. So, Bruder. Ich hasse dich, Digga. So, Bruder. Ich hasse dich. Bruder, was hab ich gemacht? Ey, Junge, komm schon. Ich bin so. Ich bin ein Bierkönig. Bierkönig. So. Mitternacht-Snack. Es ist 3 Uhr. Es begibt sich langsam in die Zeit der... Rutschbahn. Rutschbahn! Yes! Ich bin nochmal Pommes. Adam hat eine 1-Meter-Wurst innerhalb von einer Minute gekillt. Kein Schwein. Dann hier Currywurst, Pommes. Und für mich gibt es so Pommes, Digga. So, Vanessa, was machen wir jetzt? Wir haben 3:03 Uhr. Wir ficken jetzt auch mit.
Was hat er sich erhofft zu hören? Wir ficken jetzt, Moment. Wohin geht's jetzt? Muss man das mal gemacht haben? Ja, safe, Digga. Es ist halt einfach von jeglicher Realität komplett fern. Was machen wir jetzt mal? Das war diese lockere Blowy. Fürth auf die 2, Nürnberg auf die 1. Digga, Cap! Stop the Cap! Lidney! Oder was? Warum willst du Finch dein Fellertrikot geben, Digga? Sag's mir. Warum wolltest du ihm dein Fellertrikot? Warum hast du denn dein Fellertrikot angehen? Cheap up, ey, das ist Kalle, sein Cousin. Wo ist Kalle? Er ist am Schlafen. Seit wann? Seit locker 5 Stunden. Das ist wirklich. 1, 2, 2, ist der Nice Guy, ist so High School Musical American Pie.